Willkommen zurück zu Let's Play Stalker. Wir befinden uns zurück in der Zone, immer noch mit dem Exoskelett. Ich hatte kurzfristig überlegt, ob ich einen älteren Safe lade und das Exoskelett wegpacke, weil es ist ja eindeutig nicht mein Fehler, dass dieses Exoskelett nicht zum Sprinten bestimmt ist. Es steht dort, die Bewegungsmängel wurden aufgehoben, aber wir können nicht sprinten. Was soll man sagen? Ärgerlich. Auf jeden Fall habe ich mir dann doch überlegt, ich lasse es drin, entgegen meiner Lust zu sprinten. Mit dem Hintergedanken, dass, und jetzt passt auf, ich glaube, ich damit meine hektische Spielweise ein bisschen auskontern kann. Es gab die letzten Folgen paar viele Tode. Da gab es auch Beschwerden drüber. Die habe ich mir jetzt nicht so wirklich zu Herzen genommen, denn das ist einfach meine Spielweise. Aber ich denke, so kann ich es trotzdem ein bisschen auskontern, dass ich zu hektisch spiele. Also würde ich sagen, sehen wir mal einfach, wie sich das Ganze weiterentwickelt. Im Moment entwickelt sich sogar gar nichts. Doch, jetzt haben wir was. Und zwar wieder Bild. Gut, jetzt sind wir hier am Eingang des Roten Waldes wieder, wo wir das letzte Mal gekonnt ein paar Militärstalker. Ich sag immer Militärstalker, das ist tatsächlich so, dass die Militär, also dass die Armee hier als Militärstalker bezeichnet wird. Das wird sie auch in den Büchern. Wobei, gerade haben wir hier wieder Monolithe, wie mir scheint. Wollen wir die mal ausschalten, weil Monolithe sind definitiv uncool. So, da haben wir noch zwei, glaube ich. Na? Wer will noch mal? Wer hat noch nicht? Ja, es scheint mir, als hätten die Monolithe die Militärstalker vom letzten Mal ausgeschaltet. Ich muss die Waffe gerade mal umstellen, weil es ist zwar ein Scharfschützengewehr, aber wenn es auf Vollautomatik bringt, dann gehen meistens mehr Schüsse durch, als eigentlich sollen. Ich habe jetzt mal den Feuermodus auf Einzelschuss geändert, damit wir auch die Munition, die wir noch besitzen, ein wenig einsparen können. So, jetzt haben wir hier ein Problem. Ganz viele Waffen. Ganz viel Munition hätte ich gern. Das sind die. Hatte der auch eine Granate? Ja, hatte er. Wir nehmen auf jeden Fall alle Granaten mit, damit ich wieder alle auf einmal wegwerfen kann. So, wie viel Geld hatten wir jetzt eigentlich noch? 34.000, gut. Ja, wie gesagt, wir haben jetzt natürlich den Vorteil, dass der Geizhals jetzt erstmal genug Geld hat. Aber ich befürchte, dass dies tatsächlich unser letzter Ausflug wird. Dass wir die nächste Zeit nicht mehr zurück irgendwie zum Händler müssen. Ich habe mich auf jeden Fall dementsprechend vorbereitet. Wir haben genug Medkits, wir haben genug Munition und zwar für alle Kaliber. Ich lasse jetzt auch die 5,45 39er Munition im Inventar, falls wir wieder Munitionsknappheit kriegen sollten. Hallo, mein kleiner toter Stalker. Der hat uns noch Versteckinformationen gegeben. Das ist ja nett. Wir nehmen mal einen Verband mit. Wir haben ja nie genug. Ich fress mal direkt wieder welche. Es ist, wie soll ich sagen? Ich will die ganze Zeit sprinten und es geht halt nicht. Oh, verzeih, ich war zu nah am Auto. Hab ich vergessen. Na, Hund? Ja, von Hunden brauchen wir uns gerade nicht mehr erschrecken lassen. Unsere Reißerresistenz ist auf 70%. Das heißt, die Hunde kratzen uns wirklich an. Mehr tun sie nicht. Es ist so ungewohnt, akrobatische Leistung mit dem Exoskelett zu liefern. Wir müssen jetzt nur aufpassen vor Anomalien. Uns wurde ja schon in der Beschreibung gesagt, ist jedoch wenig effizient gegen Anomalien. Und Anomalien hauen unsere Rüstung auch ziemlich schnell kaputt. Natürlich wollen wir die möglichst lang auf hohem Status erhalten. Wobei ich mir sicher bin, dass wenn sie kaputt gehen sollte, wir definitiv Neues finden. Tatsächlich gibt es im AKW mehrere Exoskelette zu finden. Ich glaube auch in Pripyat. Das macht das Ganze wieder ein bisschen einfacher. Da, schnell weg vom Stein. Ja, ich bin so ein bisschen unvorsichtig, was Strahlung angeht. Das ist einfach, weil diese Strahlungswerte sich anders zeigen als in der Lost Alpha, die ich derzeit verhäuft spiele. Den können wir mitnehmen, würde ich sagen. Da dürfte ein Schuss drin sein. Nein, leider nicht. Da ist aber ein Schuss drin. Wir haben ja den Vorteil, dass wir jetzt eine sehr weit erhöhte Traglast haben aufgrund des Exoskeletts. Das heißt, wir machen das Beste daraus. Wir rüsten uns jetzt zu einem Krieg auf, würde ich sagen. Einfach, weil wir es können. Das habe ich gerade so für mich entschieden. Ein Raketenwerfer kann man immer mal brauchen. Von daher passt das schon. Ja, hier liegen ganz viele Aberkants. Ich hätte am Anfang eine mitnehmen sollen. Da lag eine mit dem Zielvisier. Wir könnten ja nochmal zurück
Schlendern, würde ich es nennen. Ja, ich würde sagen, so wie wir jetzt laufen, ist Schlendern. Die können wir gar nicht mehr gebrauchen eigentlich. Aber wer weiß, vielleicht finden wir noch einen Granatwerfer. Vielleicht auch sogar eine LMR 300 mit Unterlaufgranatwerfer. Dann können wir die hier loswerden. Wie gesagt, wir rüsten uns für einen Krieg. Nein, danke. Mit Unterlaufgranatwerfer nehme ich euch sehr gerne mit. Wir sind jetzt gleich schon an der Grenze zu Pripyat. Da freue ich mich schon drauf. Na komm schon. Ja, Strahlung, Strahlung, ich weiß, die ist hier überall. Zum Glück habe ich hier überall meine Waffenhaufen. Da kann ich mal nachgucken, ob ich irgendwo was finde, was interessant ist. Nein, das brauche ich auch nicht. Wir könnten ruhig mal noch ein paar praktische Artefakte finden. Das können wir eigentlich rauspacken, das Ausdauerartefakt. Unsere Ausdauer wird sich so schnell nicht mehr senken. Das heißt, wir können stattdessen andere schöne Artefakte, sofern wir noch welche mit guten Effekten finden, ausrüsten. Ich meine, jeder Artefaktplatz ist natürlich sehr kostbar. Und ich habe derzeit nur die zwei Ausdauerartefakte. Stattdessen könnten wir zum Beispiel was gegen Panzerkappe reinpacken, beziehungsweise für Panzerkappe. Freiheitler sind da hinten immer noch am Chillen. Ja, damit. Habt ihr irgendwas Interessantes? Die wollen nicht mal mit mir reden, doch, er hier. Ja, hier habe ich anscheinend mal ein paar Artefakte verkauft. Ich hatte was im Hinterkopf, nur das wusste ich nicht mehr. Strahlung plus 5, Panzerkappe 2. 2000 ist ein happiger Preis, aber gib nochmal mein Artefakt zurück. Besser als nichts. Strahlung kriegen wir ja sowieso reduziert. So, und ich denke mal, ihr werdet nichts Interessantes mehr haben. Ich gucke halt gerade nochmal, ob ich irgendwie jemanden mit einem Medikit finde. Yep. Wie gesagt, wir rüsten uns für einen Krieg. So, haben wir hier noch was? Ich meine, hier war nichts drin. Nope. Zwei Bettlaken oder Matten oder was weiß ich. Wir machen mal einen Quicksave, obwohl wir sowieso die nächste Zone betreten gerade. Wie lange wir jetzt einfach da durchgeschlendert sind durch den roten Wald. Ironischerweise haben wir das letzte Mal länger gebraucht, weil wir öfters gestorben sind. Andererseits haben wir jetzt aber auch weniger Widerstand getroffen. Gentlemen, ich bitte um Ihre Aufmerksamkeit. Wir werden uns zur Station vorkämpfen. Die Stadt ist voller Monolith-Bastarde und anderem Abschaum. Haltet also die Augen offen und den Rücken frei. Das war's. Waffen prüfen. Wir gehen diese Straße entlang. Einsatzbereitschaft in 15 Sekunden. Ja, wir prüfen die Waffen, machen alles bereit. Der Wirt hat von dir gesprochen. Zähl nicht auf mich. Zusammen einen Durchbruch versuchen. Ich kenne den Pfad zur Station. Los. So, tatsächlich haben wir jetzt einen kleinen Trupp, mit dem wir uns das Pripyat schlagen sollen. Alle sind auf dem Weg, um etwas vom großen Kuchen zu bekommen. Im Pripyat herrscht tatsächlich ein kleiner Krieg. Und wir sehen coolerweise genauso aus wie sie. Wir passen gut dazu. Ah, Helikopter. Versuchen als erstes im Zentrum zu sein, um sich das Sahnehäubchen zu sichern. Aber wir werden auch bald da sein. Feuer auf euch! Wir haben Feindkontakt. Wo haben wir denn noch Feindkontakt? Ich sehe keine Radarmarkierung. In der Tat. Ja, wir werden jetzt öfters von Monolithen angegriffen werden. Vor allem haben sie halt hier auch den perfekten Ort, um uns anzugreifen. Ich halte die Augen offen, ich sehe aber noch niemanden. Ja, ich glaube, das waren alle. Nein, ich höre von hier noch jemanden. So, wieder vier.
Ja, das Schöne ist, unsere Munition ist halt wirklich durchschlagend. Dieser Kaliber macht unglaublich viel Schaden. Wir machen nochmal einen Quicksave. Ich ahne, dass es jetzt wieder losgeht. Ah, da wird schon geballert. Aber wohin? Einer von uns ist down. Ich treffe ihn nicht. Ich treffe ihn einfach nicht. So, und dann ist da hinten noch jemand im Fenster, wie mir scheint. Ich höre sie, aber ich sehe sie einfach nicht. Da oben. Ja, wir haben zwei Männer verloren, wie mir scheint. Ja, wir greifen ihn mal an. Nur ist er nicht so gut zu sehen. Oh Gott. Na komm schon. Wir holen uns den mal. Wir packen mal eine bessere Waffe aus für die Umgebung hier. Alles klar. Der Karte zufolge müssen wir rechts abbiegen. Es gibt einen sicheren unterirdischen Durchgang. Ist ein bisschen doof, dass wir zwei bis jetzt verloren haben, aber solange der Hauptmann am Leben bleibt, ist alles in Ordnung. Ich werde mal ein bisschen vorauslaufen, damit wir sein Überleben gewährleisten können. Ja. Ich habe die Vermutung, dass hier jetzt gleich welche kommen. Das sieht schon so nach Gefahr aus, das Gebäude. Wir haben auch 5 Radarmarkierungen. Wir sind aber nur noch 3. Ja, richtig vermutet. Vier. 6. Okay, es wird holprig, würde ich sagen. Wobei, hier scheint gerade nicht mehr zu sein. Ich denke mal, dort unten wird die Menge sein. Wenn ich schon sehe, wie viele Markierungen gerade da sind. Ein unterirdisches Parkhaus. Wir müssen genau im Zentrum von Pripyat sein. Ruhe. Die Lage vom Monolith sind in der Nähe. Ruhe, sage ich. Ich sag Präventivmaßnahmen. Gucken, dass hier wirklich niemand ist. Ich höre nämlich Stimmen, garantiert hier unten. Die bilde ich mir nicht ein. Ah, und da locke ich schon die ersten Schüsse raus. Ja, Hinterhalt für den Arsch, würde ich sagen. Es sind nicht zu viele. Die Hälfte ist schon tot. Ja, den Weg zum AKW Tschernobyl finden. Hier ab dem Punkt ist so der Moment, wo normalerweise alle sterben und deswegen wird die Quest automatisch aktualisiert. Irgendwie geben die Leute auf, so interpretiere ich es auf jeden Fall. Von hier aus muss man sich alleine weiterarbeiten. Wir werden jetzt auf jeden Fall mal ein bisschen Munition einsammeln. Wir sammeln auch mal die Waffen ein, weil die können wir ja auch leeren, das kennen wir ja schon. Wir hören immer noch gutes Geballer da draußen. Ich glaube nicht, dass das Ambiente-Sounds sind. Ja, wir leeren alle Waffen. Draußen ist anscheinend noch was los. Ich gehe mal draußen dem Kollegen helfen. Was ist denn hier? Mein Kontakt. Oh oh. So, Verzeihung, das war's. Ich warte auf Bewerbung und deswegen muss das leider die ganze Zeit laufen, beziehungsweise ich warte nicht auf Bewerbung, sondern auf Antworten auf Bewerbung. Ja, wir haben unseren Typen, glaube ich, verteidigt. Sieht auf jeden Fall so aus. Der liegt. Der ist tot, okay. Ja, wir haben eine Waffe mit Unterlauf-Granatwerfer gefunden. Könnte uns noch nützlich werden.
Ein Tropfen, der bringt uns leider nicht so viel. Noch eine Waffe mit Unterlaufgranatwerfer. Wir können schon mal hingehen. Aussortieren. Alles, was nutzlos ist. Habe ich gemacht. So, was wir jetzt machen werden, bloß nicht nachladen, sondern auf Granatwerfer switchen. Wenn wir Explosionen brauchen, kriegen wir diese. So, wir durchsuchen mal die oberen Stockwerke hier. Denn wir haben ja hier ein paar Monolithen erschossen. Die haben alle ziemlich gute Waffen und ein wenig Munition für diese. Und das ist zufällig genau der Kaliber, den wir brauchen. Weg damit. Holy shit. Ja, wir gucken mal weiter, wobei hier oben ist keiner mehr. Ich war mir sicher, wir hätten hier oben zwei erschossen. Haben wir. Ich sehe die Leiche auf dem Radar. Da kommen wir nicht drauf, glaube ich. Wir gucken uns mal weiter um bei dem Haus. Vielleicht kommen wir noch woanders rein. Wie gesagt, ich bezweifle es, aber die Hoffnung stirbt zuletzt. Und da lebt die Hoffnung wieder, würde ich sagen. Und da ist sie wieder weg. Nein, das ist nur ein Rundgang, da kommen wir leider nicht hoch. Wir werden mal das Haus dahinter ein wenig durchsuchen. Ja, wir wollen ja ein bisschen was von Pripyat sehen. Ich glaube, in Erinnerung zu haben, dass es ohne Mods in Pripyat leider nicht sehr viel gab, außer leere Räume. Und höchstens vielleicht eine Erinnerung, ein paar Erinnerungen an die Leute, die hier früher gewohnt haben. Und mehr leider nicht. Ja, ich gehe mal hier raus und kletter mal die Leiter auf. Mal gucken, wo ich darüber ankomme. Naja, ist jetzt nicht so praktisch. So, wie sieht's aus mit unserem Exoskelett? Man sieht, das nimmt recht schnell Schaden, deswegen möchte ich möglichst lange was davon haben. Und spiele dementsprechend ein wenig vorsichtig. Heißt, unter keinen Umständen in eine Anomalie reinlaufen. Wir sind vom Laufen gerade erschöpft gewesen. Wie viel tragen wir denn? Gar nicht mal so viel. Wieso waren wir denn dann erschöpft? Ah, man kann sprinten hiermit. Nein, kann man nicht. Ich habe gerade gedacht, man kann sprinten, läuft aber noch, dass das schneller abgezogen wird. Aber wir verlieren tatsächlich Ausdauer, wenn wir gehen. Ist aber egal, das passt schon. Ja, die haben sich hier unten bequem gemacht. Wir gucken mal, ob wir mit einem von dem reden können. Wobei, wir müssen gerade mal für eine Verteidigung sorgen. Ah, das sollte reichen. Ah, ein bisschen zu hoch sogar. So, Kollege, Situation ist abgekühlt. Ich würde gerne mal mit euch reden. Ob die mir vielleicht irgendwas sagen zu dem, was hier eben passiert ist. Achte auf die Penner, es gibt davon so viele wie Kakerlaken, ja. Wer war denn der Expeditionsleiter von euch? Oh, da hat wer geklingelt. Ich muss nochmal weg. Ihr merkt schon, heute ist ausnahmsweise reger Verkehr hier. Hallo. Das Medkit, schnell. Na gut, hier. Dir ging's zwar noch gut, aber bitte. Danke. Wie dumm das einfach ist. Er will ein Medkit von uns und ich kann's ihm einfach zurückkaufen. Es ist einfach so clever wieder in dem Spiel. Na gut, wir machen weiter. Wir haben noch einen weiten Weg vor uns. Wir laden nach. Ja, unsere Munition wird langsam weniger. Scharfschütze. Holy shit, mit einem Gaussgewehr. Jetzt nicht mehr. Ja, darauf müssen wir aufpassen. Die Scharfschützen hier sind echt übel.